Die erste ist draußen. Zack, die zweite direkt hinterher. Heute geht's nochmal schön entspannt mit der Match auf die Bodenränke. Also, gesagt, getan, Routen rausgeschmissen. Heute schön entspannt mit der Matchroute nochmal an der unteren Tunguska unterwegs. Zack, und da geht auch schon was rein. Und auf der anderen auch noch gehakt. Jawollo. Jetzt haben wir hier beide direkt im Drill sozusagen. Ich muss zusehen, dass ich die andere schnell jetzt bekomme. Die Bodenränke, da ist sie schon, die erste. Sehr schön. Auswerfen. Und direkt die nächste kleine hier ziehen. Noch ein bisschen Lütt. Ich hatte gerade schon eine etwas dickere dran. Ich teste gerade noch ein bisschen die Haken und die Größen. In der Vergangenheit war das so, dass der 6er-Haken sich als ganz ergiebig erwiesen hatte. 4er-Haken und so, das war dann alles schon ein bisschen zu groß tatsächlich. Machen wir mal ein bisschen mehr Abstand. Und deswegen teste ich jetzt gerade nochmal mit einem 6er-Haken. Man kann tatsächlich auch mit etwas kleineren Haken dran gehen. Da hatte ich allerdings auch gerade schon sowas wie so eine kleine Seeelritze. Die wollen wir natürlich dann nicht haben. Letzten Endes brauche ich den Fisch jetzt selbst nicht mehr als Trophy. Schon mehrfach abgehakt. Nichtsdestotrotz war es in der Vergangenheit immer ein Fisch, der echt ganz gut auch Kohle brachte. Wenn man da die natürlich in einem etwas dickeren Bereich bekommen hat. Ich bin jetzt hier gerade auf 1,20 Meter und 1 Meter unterwegs. Auch da kann man ganz grob variieren. Ich war gerade auch auf 80 cm unterwegs. Da hat es auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, man kann sogar runter bis auf 1,80 Meter oder so. Also da gibt es schon die Möglichkeit. Was natürlich wichtig ist, macht euch nicht so den ganz großen Stress hier mit der Frequenz. Man kann sich auch eben hier, je nach Frequenz eben, mit einer Pose einfach nur hinstellen. Reicht auch. Man könnte es, glaube ich, sogar auch noch ganz gut mit der Stippe hinkriegen, ne? Auf die Entfernung, ganz so weit werfe ich ja jetzt hier gerade nicht aus. Ihr seht, das sind vielleicht 10, 15 Meter maximal. Ganz so weit muss man, glaube ich, auch gar nicht. Auch hier vorne in dem etwas näheren Bereich ging das gerade schon. Und was ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen teste, sind andere Kombinationen. Das heißt also nicht nur hier die Köcherfliege, sondern eben auch noch ein bisschen andere Variationen. Vielleicht mache ich gleich nochmal einen Wurm mit dran. Steinfliege nehme ich jetzt zum Beispiel mal runter. Denn auch so diese ganzen Maränenarten wären natürlich auch nicht schlecht. Baikal-Maräne oder so, wenn wir die noch mit dran kriegen, wäre das ja richtig gut. Pellet-Maräne wäre natürlich auch wieder richtig gut. Die hatten wir ja vor kurzem schon als Ziel. Ich zeige mal eben, wo wir hier sind auf der Map. Das heißt also quasi direkt in der Nähe von der Base. Man muss gar nicht, wenn man rein startet oder sich hier hinreißt, nicht so weit latschen. Und dann hier direkt raus damit. Das war die verkehrte. Ah, noch gehakt. Und vom Setup hier relativ leicht eigentlich und simpel zusammengebaut. Schnell haken. Ja. Also gar nicht so viel gemacht. Ich habe hier Fluorocarbon Only als Schnur jetzt in der Verwendung. Zack, guck mal hier. Schönes Ding. 2 Kilo. Ist schon ganz okay. Kann aber nochmal 3-4 Kilo mehr haben. Ich zeige mal eben hier das Set. Das ist es. Ich habe hier einfach mal die HSV in der Verwendung auf der Monster Match und dann hier 6er Haken mit 9,8 Kilo Fluoro Only. Man kann da auch ein bisschen dicker dran. Ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit auch 15 Kilo Fluoro Only oder natürlich ganz normales Mono mit Vorfach kann man natürlich auch verwenden. Oder Braid mit Vorfach, auch das funzt. Alles halb so wild. Guck mal, hier jetzt den etwas dickeren als erstes ziehen. Ich bin froh, dass die wieder ganz gut funktionieren. Und vor allem auch hier so nah an der Base. Bin ich echt froh drum. Es gab ja eine Zeit lang, da waren die direkt auf der anderen Seite gegenüberliegend oder mal weiter unten. Das ist halt immer so viel Geraffel, ne? Wegen so einem Fisch dann extra mit dem Boot noch irgendwo hinfahren, muss halt vielleicht auch nichts sein. Das ist einfach ja, vielleicht einfach ein bisschen unpraktisch. Wenn man den Fisch halt gerade sucht und man hätte gerne die Trophy, dann kann man sowas natürlich machen. Guck mal hier. Jawohl. Der hat wieder ein bisschen mehr Schmackes hier auf den Rippen. Auch wieder im 2-Kilo-Bereich. Sehr gut. Mit dem Wurm. Gucke mal da. Wir machen hier auch mal eine andere dran jetzt. Eine andere Kombi.
Das hinten ist mir alles zu klein. Ich gehe hier auch nochmal mit einem Mistwurm ran. Oder ich mache mal einen Regenwurm-Algen. Gucken wir mal, was da geht. So, zack, auf dem Regenwurm. Ja, und dann eben schön durchballern. Bisher von der Frequenz her ganz okay. Wie gesagt, gewichtsmäßig können die noch ein bisschen dicker werden. Da muss ich gleich noch ein bisschen rumexperimentieren. Aber im Großen und Ganzen lohnt das. Was halt auch noch geil wäre, wenn auch irgendwie die kleine Bodenränke mit reingeht. Das ist jetzt hier gerade die große. Da teste ich vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen andere Köder. Vielleicht ballert es dann auch auf die kleine Bodenränke hier. Zack. Aber bisher bin ich schon soweit ganz zufrieden. Alter, die Seeelritze, ey. Auf dem Sechserhaken. Ich sag ja, ne, der Sechserhaken, das ist immer so ein bisschen wie so ein getarnter kleiner Haken immer noch, ne? Der zählt ja also als mittlerer. Aber ich glaube, der geht wirklich von bis, also wirklich von klein bis zu den mittleren Größen. Da geht mir echt immer zu viel Kleinkram rein. Muss man halt immer ein bisschen testen. Es wurden hier an der Stelle auch schon Trophys gefangen. Der Spot, ich hatte gerade im VK geguckt, der ist jetzt, glaube ich, schon seit einigen Tagen hier in dem Bereich. Ich glaube, auch ein bisschen weiter oben wurde getestet und so weiter. Also es gibt schon verschiedene Bereiche, die hier wohl anscheinend ganz gut funktionieren sollen. Und deswegen gucke ich mal, ob ich das auch hinkriege. Und bisher sieht es ganz okay aus. Es ist noch nicht so der Oberburner, würde ich sagen, von den Größen. Es wurden viele gefangen auf einfach nur auf Köcherfliege. Da wurden die dicksten mitgefangen. Ich denke, das ist einfach dem geschuldet, dass da jetzt hauptsächlich eben einfach nur auf Köcherfliege auch getestet wird. Aber ich meine, wenn man damit halt fängt, ist es doch schon mal ganz gut. Die große Bodenränke. Ganz gemächlicher Fisch auch, ne? Ich glaube, da muss man sich gar nicht so viel Sorgen machen. Ich meine, so eine Trophy hat natürlich da ein bisschen Gewicht, zieht dann auch ein bisschen mehr weg. Aber so die Monsterfische sind das nicht. Also da muss man, glaube ich, gar nicht so viel, braucht man sich nicht so viel Sorgen machen, dass man dann da einen fetten Brocken hat mit Stress. Guck mal hier, 8,8 war meine größte Bodenränke, Eintagsfliege und Köcherfliegenlarve. Gucke mal da. Also, die Dinger wären natürlich in dem Gewicht jetzt nicht so schlecht. Annähernd das Gewicht von ungefähr 8 Kilo wäre also wünschenswert. Dementsprechend kann man natürlich dann auch sein Set quasi halt aufbauen. Ne? Wenn man überlegt, der Fisch hat 8 Kilo Trophy-Gewicht, dann baue ich eben meine Schnur so, dass ich vielleicht, sagen wir mal, so 1-2 Kilo über diesem Trophy-Gewicht bin. Gerade bei einem Fisch, der nicht so kampfstark ist, da geht das gut. Und wenn man dann den kampfstärkeren Fisch hat. Och! Huch! Hasel reingeballert! Aus Versehen, zählt nicht. Huch. Dann kann man natürlich, wenn er halt kampfstärker ist, geht man vielleicht 4 Kilo über das, von der Schnur über das Trophy-Gewicht. Oder 5 Kilo vielleicht, dass man da so ein bisschen mehr entgegensetzen kann. So ungefähr. So, ich ziehe jetzt noch mal ein paar Trophys raus, würde ich sagen. Alter, es läuft aber auch echt ganz gut. Ich bin echt ganz zufrieden hier. Auf der Rebellion auch reingeballert. Guck mal hier, lübt der Lachs. Guck mal, da unten, da schwimmt auch schon der Fisch. Da sehen wir ihn hier stehen, ey. Guck. Zack, komm ran. Wo ist er? Da ist er. Die Bodenränken. Ja, lustig. So soll es sein. Ich würde sagen, machen wir einfach nur einen ganz kurzen View hier auf den Spot. Gönnt euch, wenn ihr das Level habt, einfach mal hier die Bodenränken. Schadet echt nicht. Wenn ihr vor allem, wenn ihr ein bisschen pushen wollt, hier ein bisschen auf Frequenz kommen wollt, dann macht das natürlich zusätzlich Sinn. Geil, Alter, Wochenrekord, sibirischer Hase. Kann man mal machen, so nebenbei. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal.